Mach ich jetzt Glasscheiben oder mach ich Blöcke? Mach Blöcke. Glasscheiben sehen immer so kacke aus, oder? Du kannst sie auch schüsseln, ne? Schüsseln? Schüsseln. Gerade jemand in meinen Keller gegangen? Gib die Schüssel hier. Aua! What the fuck? Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Hüfter. Zusammen mit Nephias. Hallo. Und Kundran. Guten Tag. Und Kundrans Papa. Nein, der ist nicht mehr da. Achso. Wo ist mein Feuerzeug? Da. Hat ein Feuerzeug bei dir ins Zimmer geschmissen und ist dann gegangen? Genau. Nein, so funktioniert. Sehr sympathisch. So ein Feuerzeug. Warum funktioniert das so nicht? Wie geil ist das denn? Wie viele Leder habe ich noch? 6. Nice! Habe ich da wieder Monster vor der Tür? Nee, egal. Die Türen sind ja zu. Was kann ich damit? Nix, die sehen einfach nur cool aus. Okay. Okay. Ach, shit. Shit, was los? Ja, die das. Ich hätte vielleicht am Anfang lesen sollen des Buchs. Ich war irgendwie auf der zweiten Seite, glaube ich. Ach, ich lese Bücher auch immer erst zu hinten von hinten. Wo hinten? Die Distillerie muss in der Nähe eines Altars aufgebaut werden. Alter, ist gerade Nacht? Nein. Von meinem Haus ist mega Party. Auch ein Altar. Komisch, hatte Kundron ja auch, als er angeflüchtet ist bei dir. Was? Vielleicht bist du den Göttern auch nur. Fuck, ich hab einen Banner abgebaut, das wollte ich nicht. So. Au. Was ist ein Infinity Egg? Ein unendliches Ei. Ja, aber du erinnerst mich gerade an was, Gunnar. Hab ich gern gemacht. Ich glaube, der hat mich gerade angegriffen. Ja, Gunnar. Oh, krass. Komm mal schnell her. Bumm, ich hör nur Bumm. Nee, ich komm da nicht hin. Was geht ab? Was hast du da? Komm schnell her! Wo hast du da? Hinten zu meinem Garten. Ist ein Boss oder was? Ach da, den. Ach ja, der ist ja harmlos. Alter, was geht mit dem denn? Die sind auf den Eisbergen, die sind. Ha, ich hab's glaube ich eingesammelt. Der war krass. Durch den Zaun. Ich hörte nur die Explosion. Ja, der Nefi, was ist bei dir denn da? Gorilla-Party oder was? Das ist schon wieder die Sasquatch am Start. Oben auf deinem Dach. Ja, ja. Oh, jetzt kommen die, ey. Jetzt kommen sie alle runter. Die Hells Angels. Die Hells Angels. Gott, ich brauche dringend neue Rüstung. Warum trinken wir Hobbys? Holz? Hobbys. Ach, Hobbys. Ach so. Oh, guck mal, ich kann mich in mein richtiges Bett legen, nicht in meinen Schlafsack. Ich hab noch ein Ersatzbett, nee. Ich kann nicht auf Schnee schlafen, wie kacke ist das denn? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Nepi. Da ist eine Kuh. Was wollte ich eigentlich machen? Boah, Creeper und Spinnen! Was ich sehe mal normale Minecraft-Monster! Was? Das oh mein Gott, es gibt hier doch noch normale Minecraft-Monster. Die machen doch nichts. Harmlos ist ja nichts. So, was haben wir? Butania-Altar irgendwas? Hardcore-Ender? Hardcore-Ender? Hi. Ein Leder, ja, da hätte ich... Wir hätten den Spawner hier stehen lassen. Ja. Bis sich alle melden. Keiner, weil hier noch keiner war. Sehr gut. Mein Loot! So. Was haben wir denn hier? Wand und. Name Tags. Mana in a Bottle, das ist sehr gut. Mana Steel, sehr gut. Ne CD? Okay. Musik hören. Wiststone. Oh, das ist ja geil. Das haben wir. Und Strings. Ja, geil. Ich trotzdem Kühe. Da ist eine.
Oh nein. Hast du noch, hat noch jemand Sand? Habe ich noch Sand? Ich habe, glaube ich, auch noch Sand. Ich habe sogar Glas, wenn du brauchst. Ja, ja. Ach, ich habe selbst noch Glas. Ich sehe es gerade. Drei. Wie viele brauchte ich? Ist wieder einer dieser berühmt-berüchtigten Feuervögel. Bestimmt. Die berühmt-berüchtigten. Die sind voll toll, die Feuervögel. Überhaupt kein Feuer machen. Drei. Ah, reicht sogar. Geil. Ach, erzähl nichts. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Habe ich noch gebrannten Stein? Bis ich die Towncraft-Rüstung habe oder irgendeine andere coole Rüstung von Botania oder so. Was ich die an, die ist ganz cool. Oh, hier liegt eine Leiche auf dem Berg. Auf der Zyklop hinter dir. Ja. Sind das denn hier ein Raspberry? Bin ich jetzt auf großes Dach mit der Rüstung? Warte mal. Wirklich weit kann ich ja mehr. Kann die Axt an der hier nicht? Leute. Nee, die nicht. Golden. Oh, ich komm höher, glaube ich. Oh ja. Kommst du so, dass du Schaden nimmst? Grüßt euch, Leute. Nefi hier. Grüßt euch, Leute. Kann ich höher springen? Du hast fast alle meine großen Kühe getötet. Ja, es war für die Wissenschaft. Ja, da. Ich kam da nochmal raus. Hä? Ed Tinkers. Grüße. Leise. Hä? Zoom ist eher toll. Die kann ich beim... Craften, die irgendwie umstellen? Wie umstellen? Brauch. Oder was sind denn Empty Slabs? Empty Slabs? Also ich brauche Stone. Ja. Stone Bricks. Ja. Ja, kannst du nicht in deinem Inventar machen, musst du in der Crafting Table. Ja, machen. Genau, stimmt. Das war bei Goro ja auch so. Was heißt nicht in meinem Inventar? Ja, du craftest doch in deinem Inventar. Achso, ja, gerade. Ja. Ja, das geht. Achso, nein, ich war sogar am Crafting Table. Aber wenn ich 4 Steine im Quadrat lege. Das ist ein Holzding. Also ein Steinding. Kommt ein Empty Slab raus. Genau, und das ging bei Goro auch nicht. Er müsste an die Workbench gehen. Ich bin an der Workbench. Nee, am Crafting Table bin ich. Das kann doch nicht sein. Das kann echt sein. Hast du mir das zugeworfen? Ja. Ich krieg die diese Steine raus. Die willst du ja, ne? Die Stone Bricks. Ja, warte, wie viel brauche ich? Ich brauche gar nicht, ich brauche nur 4 Stück. Okay, dann reicht einmal machen. Das habe ich alle gemacht, ist egal. Ja, macht nichts. Wie nervig aussieht mit seinen Flügeln. Ich habe jetzt die komplette Tinkers Construct Rüstung an. Warum hat die Flügel? Das ist Traveler's Wings, die kann ich hochspringen. Spring mal. Die ist gar nicht mal so teuer, die kostet eine Enderperle, 2 Gold und 4 Bronze. Und Enderperlen habe ich einige. Na dann. Weil die kriege ich auch mittlerweile vom Farmen. Wenn du Foraging levelst, kriegst du irgendwann Dias und Enderperlen aus den Steinen. Dias und Enderperlen? Ja, dann kriegst du mein Dia, meine Enderperle. Das ist voll geil. Warum kriegst du ein Enderperlen? Keine Ahnung, aber es ist geil. Ich hab's gefeiert. Achso, und mir wurde gesagt, aus diesem komischen Metall hier kann ich mir Geschosse machen. Machen wir mal und dann schießen wir Goro ab gleich. Weg. Bauen wir jetzt Fenster in mein Haus. So. Habe ich schon mal das Altar-Ding, aber ich meine, da war noch mehr, was man da beachten musste. Habe ich irgendwie ein Buch dazu? Frage ist, schieß mich. Au! Ja, dass du direkt bremst, war nicht der Plan. Boah, wenn du schon brennst und dich nochmal schießt, kriegst du Double Damage. Ja. Weißt du, ich frage mich, ob ich Fenster machen soll oder Blöcke, aber. Weil ich kann mal testen, ob man Fenster kaputt schießen kann, dann weißt du auch, dass man. Nee, kann man nicht. Mach ich jetzt Glasscheiben oder mach ich Blöcke? Mach Blöcke, Glasscheiben sehen immer so kacke aus, oder? Du kannst sie auch schüsseln, ne?
Schüsseln. Schüsseln. Hat gerade jemand in meinen Keller gegangen? Gibt die Schüssel hier? Aua! What the fuck? Fang ich auf einmal an zu brennen? Oh. Hast du jetzt irgendwas angezündet bei mir? Nur dich. Nein, das Alter. Geht nicht mit der Waffe. Oder? Okay. Nee, geht nicht. Ich höre schon die Treppe und denke mir so, okay, geht irgendeiner in den Keller. Aber komm ich Schaden und fahre an zu brennen. Oh Mann. Oh. Ja, warum hast du auch die Scheibe kaputt? Ich hasse dich. Nein, tust du nicht. Weißt du, ich hasse dich auch. Nein, tust du nicht. Vor allem, ich schieße das so dreimal gegen die Scheibe und er macht die Scheibe trotzdem kaputt so. Habe ich ja nie mitgekriegt. Echt nicht? Nee. Ich war ja gerade am Schüsseln. Ach so. Was hast du denn jetzt für Schüssel genommen? Borderless Glas. Ganz edel. Ah, ist okay. Oh, ist okay. Es geht besser. Das ist so geil, dass ich nur rechts klicken muss auf meine Lunchbox-Kiste. So. Ich müsste echt mal in die Hölle. Hölle. Ich hab Angst vor der Hölle. Ich hab da mal reingeschnuppert. Nee. Riecht nicht gut. Nee, riecht nicht gut. Hölle. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Wow. Eiskalt. Ihr seid genauso gut wie so ein Oktoberfest-Bierzelt. Nur weniger Promille. Nur weniger Promille, ja. Oktoberfest, auch so ein Fest, wo ich nie hingehen würde, glaube ich. Also nie ernsthaft. Einmal, um es gesehen zu haben und dann nie wieder wahrscheinlich. Warst du schon mal da, Kunde? In der Hölle? Auf dem Oktoberfest. Nee, war ich noch nicht. War auch noch nicht da. Na dann. Aber ich hab noch Bock drauf. Lass mal eine Troubletown-Reise dahin machen. Troubletown-Klassenausflug. Troubletown-Klassenausflug. Nicht? Doch, die Gamescom war ja allgemein wie so ein Klassenausflug. War aber lustig. Ja. Aber für dich vielleicht nicht ganz so hart wie für uns andere. Ja, ihr wart ja echt jeden Abend unterwegs. War ja noch jeden Tag im selben Hotel. Ich hab ja einen ruhigen gemacht. Unsere Unterkunft war... Naja. Naja. Ihr wart doch da bei der alten Dame zu Hause, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Es war anstrengend, ne? Ja, schon. Grüß an die alte Dame, wenn sie es sieht. Ich denke nicht. Nice. Ich erhöhe mal mein Schwert um 8 Schaden. Ich wollte jetzt wieder einen Schwank von der Gamescom erzählen. Ja, mach mal. Das sind ja so Themen, ja, die man gar nicht erzählt. Mach doch, hau raus. Nee, das kann ich nicht. Warum nicht? Das haben wir doch niemandem erzählt. Was denn? Außerdem ist das hier, das ist an die Öffentlichkeit. Das darf man sowas davon nicht an die Öffentlichkeit. Die schlimmsten Saufgeschichten darfst du jetzt natürlich nicht erzählen. Was sagst du? Die schlimmsten Saufgeschichten darfst du nicht erzählen. Ja, aber dass du 3 deswegen. Fangirls mit ins Hotel genommen hast, kannst du ruhig erzählen. Da doch schon ich. Jemand. Kann ich auf die Rüstung? Oh. Sie waren alle über 18. Müssen wir ins Bett? Hatten zwar genau an dem Tag Geburtstag, aber es zählt. Ja, die hatten genau zufällig auf Gamescom Geburtstag. Hatten wir das Thema nicht bei Engineers schon mal? Ich glaube schon. Fangirls? Ja. Ich glaube schon. Wir haben keine Fangirls, möchte ich mal festhalten. Zumindest weiß ich von keinen. Ne? Bitte was? Ich liege auch. Ich liege im Bett. Achso. Ja, Sekunde. Ja, der hängt wieder in seiner Höhle, der kriegt das nicht mit. Das ist richtig. Ich denke, du hast deinen Schlafsack mit. Ja. Ich habe sogar mein Hemd ausgezogen. Das ist sehr ordentlich von dir. Ich meine, du warst auch
draußen unterwegs, das ist bestimmt dreckig geworden. Ich hab sogar mein Hemd ausgezogen. Ja, das macht der automatisch, jetzt sieht die Brust aus, hast du das noch nie gesehen? Die ist wieder an! Hast du auf Twitter gelesen, dass es Leute gibt, die uns beide nicht unterscheiden können? Ja. Gut. Finde ich unglaubwürdig. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Das geht nicht. Vor allem unser Sprachstil ist so völlig unterschiedlich. Genau, ich sag zum Beispiel Stube. Ja, genau. Er sagt Stube. Hat er mich schon mal Stube sagen hören? Ich denke nicht. Hört sich auch ganz anders an bei dir. Boah, wie geil, die Rüstung kannst du auch mit Zeug belegen. Was ist dein Silk Touch? Ah, ja. Auto Repair. Schimmelt dann ein bisschen, aber ist ja egal. Oha, Leute. Ob er das wirklich durchzieht mit seiner Rüstung, das erfahrt ihr schon. Ist. Okay, ja, vielleicht erfahrt ihr das sogar schon diese Folge, aber nächste Folge wird nochmal ein Stück spannender. Ist das so? Ja. Was kommt der nächste Folge? Macht doch schon mal so einen Vorausblick. Soll ich einen Vorausblick? Nee. Ja. Nächste Folge bei Drifter. Ja. Genau so. Kundran zieht sein Hemd aus. Wir müssen ja noch eine aufnehmen. Neu. Und noch vieles mehr. Alles das. Und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich Minecraft Drifter gucke. Würdet ihr sehen, wenn ihr Minecraft Drifter guckt? Da oben ist ja das Portal. Würdet ihr sehen. Ja. Also, haut rein, Leute. Tschüss. Und tschüss.